Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und warum ich hier ganz entspannt in der Sonne den Berg hochfahren kann, seht ihr nach dem Intro. Let's go! Ja Leute, es ist wunderschönes Wetter, aber ihr seht, ich bin trotzdem dick und fett eingepackt. Es hat nämlich so minus 4, minus 5 Grad, trotz der Sonne. Es ist alles gefroren oder so teilweise von der Sonne, teilweise schon ein bisschen aufgetaut. Und ich bin heute auf dem E-Bike unterwegs. Ihr seht, natürlich hier in Boost unterwegs, bester Modus auf jeden Fall. Genau, ich bin mit dem E-Bike unterwegs, mache eine kleine Trail-Tour, bin gerade im obersten Feld und wir checken ein paar Trails aus. Ich würde sagen, in dem Video gibt es mal wieder viel Trail und bevor es jetzt zu windig wird, weil es geht bergab, geht's einfach los auf die Trails. Ich habe richtig Bock, mit dem E-Bike eine Runde zu ballern und wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Let's go! So, los geht's. Erster Trail. Gucken, ob ich das schaffe da drüben. Yes! So, hier schön langsam, hier kenne ich keine Line. Okay, haben wir gesolved. Auf Camera tight, mit dem Pedal hängen geblieben. Juhu! Arsch, doch schon ziemlich rutschig. Alles aufgetaut hier. Boah, da wird's muddy. Nein! Ich dachte, es wäre gefroren. Oh nein! Oh no! Das kann ich vergessen. Wow, hier haben sie was gebaut, krank. Okay, jetzt wird es ziemlich death hier. Aber genau an der Stelle, wo man eigentlich stirbt, ist gefroren, perfekt. Hier geht's lang. Die Wildschweine ein bisschen gewütet. Sieht man den Trail fast nicht mehr. Wow, das ist rutschig. Two wheel slide. In die Kurven hier. Wow, krank. Wow, rutschig. Und geschafft. So, Berg Trail. Wow. Juhu, hier haben sie Laub weggemacht, geil. Wow. Scheiße. Wir brauchen mal Shortcuts. Also das Fahrwerk von dem Teil hier ist eindeutig zu weich. Aber geht schon ganz gut ab hier. Also danke an die Jungs, die hier die Trails mega in Schuss halten. Mega geil. Ultra fett. Kein Laub mehr. Richtig prime. Danke Mann. So Leute, nächster Trail. Es geht rein in den Krugeichentrail. Auch hier sieht es mir laubgerecht aus. Ja, Mann. Und hier ist komplett Schattenseite.
nur deshalb fahre ich eigentlich den Trail, weil hier kann man sich auf gefrorene Bedingungen gefasst machen. Und das ist natürlich immer geil. Vor allem bei den Steilkurven hier, die sonst unfahrbar wären. Wirklich im Nassen hier. Das ist der absolute Tod. Ihr seht, was für Furchen hier drin sind. Da unten vor allem. Die sind jetzt gefroren, aber auch im Gefrorenen muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwelche Spuren kommt oder dass irgendwelche Pfützen gefroren sind. Aber hier sieht man, das ist doch recht gut aus. Macht richtig Laune, hier ist richtig dunkel. Ich fahre mit verspiegeltem Glas heute, weil sonst wäre es echt in der Sonne ein bisschen hell. Wow. So Leute, weiter geht's. Nächsten Trail, Kronau Trail. Also wenn der Dude die Trails freigemacht hat, mit dem ich das letzte Mal gesprochen habe, dann Grüße an den auf jeden Fall. Ey, mega. Es macht so Bock und auch hier ist komplett gefroren. Also wirklich Premium. Ui, da hat die Gabel ein bisschen durchgeschlagen. Ja, auf die Gabel muss einfach mehr Luftdruck. Juhu. Aber trotzdem macht Spaß. Kurve schön außen anfangen. Ja. Ah, oh, macht das Spaß, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ha. Geil. Also E-Bike für eine schnelle Runde. Ich habe heute, keine Ahnung, 3 Stunden Zeit oder so und kann trotzdem so viele Trails fahren. Also wirklich Premium. Hier aufpassen. Ah, okay. Es geht. Highline, juhu. Geil. So, und es geht direkt rein in den nächsten Trail. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Trail heißt hier. Aber slippery sind die Kurven. Aber hier ist auf jeden Fall auch relativ oder einigermaßen zumindest gefroren. Ist gut, wird's Rad nicht so dreckig. Und man hat mehr Grip. Also mehrere Vorteile. Ja, hier wäre es schon, so wie das hier aussieht, echt arg muddy. Aber so wie es aussieht, ist das echt schon jemand gefahren heute. Krass. Obwohl es Dienstag ist. Also relativ unwahrscheinlich eigentlich, dass Menschen Trails fahren. Weil die alle arbeiten müssen. Haha, ich nicht. Ich habe frei. Heute darf ich mich an Weihnachten arbeiten, auch nicht besser. Okay, weiter geht's. Kurz angehalten. Da war der GoPro-Akku nämlich leer. Double. Wow. Ah, ich bin nicht in meinem Klickpedal. Wow. Und ich habe natürlich wieder den richtigen Ausgang verpasst. Nice. Trotzdem ganz witzig, der Trail. Gerade für so ein Trail-E-Bike eigentlich perfekt. Macht Laune auf jeden Fall. Ja, immer nice. Im Boost nach oben fahren. Akku hat noch 2 Striche. Vollgasriegel gibt es nebenher. Richtig geil. Bei dem Wetter, Leute. Geil einfach. Macht einfach Spaß. Das Einzige, was kalt ist, sind meine Füße. Aber sonst mega. Macht so Laune.
So Leute, nächster Trail, Silbach Trail, hier ist schon mehr Sonne. Das heißt, ich gehe schwer davon aus, dass mich hier mehr Matsch erwarten wird. Wow. Enge Kurven, die waren schon immer eng. Hui. Aber geil. Wow, schwierig. Den unteren Teil. Wow. Kleiner Steher. Aber auch hier an dem Rad Shimano XT Bremsen. Und die packen echt gut zu. Also, obwohl hier am E-Bike hinten nur eine Zweikolbenbremse verbaut ist, keine Vierkolbenbremse, packt die schon echt gut zu. Da vorne kommt ein kleiner Stepper. Mal gucken. Juhu, konnte man einen Trick zünden. Kleiner One-Hand-Seat-Grab. Geil, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Mit der gebrochenen Hand übrigens. Also was heißt gebrochen, aber... Boah. Boah. Teiche sind hier. Nicht nur Pfützen, sondern Teiche. Scheiße. So, damit der Holger einen Kaffee trinken muss, sind es hier Premium Conditions. Und Premium Trails. Und die Abfahrten sind einfach Premium. Der weiß, was gemeint ist. Grüße gehen raus. Holger Stolz. Und an Manu natürlich auch. Der trinkt einen Kaffee mit. Wie immer.